Es geht weiter. Ich liebe meinen Kram. Warum versuche ich zu reden? Ich habe meine Punkte doch eingesetzt. Was wollt ihr von mir? Ah ja, stimmt. Geschicklichkeit. In Geschicklichkeit haben wir rein. Die Ruine von Burg Peinstein liegt jenseits. Also, da drüben auf Fantastisch, Baby. Ich spüre die Präsenz des Dragonlords. Sein Grab ist irgendwo unter diesen Ruinen. Findet ihn, meine treuen Skelette. Halt. Ich dachte, wir hätten den Dragonlord schon besiegt. Was? Das ist Ewigkeiten her. Weil er ein Nekromant ist, ist es echt schwer, ihn endgültig zu töten. Nach dem Kampf gegen ihn hat Arschgau seinen knochigen Arsch für Jahrhunderte in einem staubigen Grab eingeschlossen. Solche Angst. Von mir nee. Ich vermache meinen Körper der Wissenschaft. Ja, Wissenschaft. Ja, das Wissenschaft ist die Fantasie einer 10-Jährigen. Wo kommst du denn her? Warte mal. Ja, da ist er ja, das ist super. Definitiv. Ich will auf jeden Fall Vollgas in Schusswaffen und Melanzani leveln. Alles wird in Melanzani gelevelt. Kann man falsch verstehen. Habe ich jetzt. Dafür aber Skelette? Ganz genau. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja. Ist das eine Waffe? Eine weiße Waffe? Die ist nichts wert. Ach, mehr Gegner natürlich. Kann ich meinen Actionpunkt wieder einsetzen? Ah, ich bin schon so gut darin, meinen Actionpunkt einzusetzen. Actionfähigkeit. Dudra. Das ist doch aus Overwatch der Schuss. Wenn man halt mehr als eine Schusswaffe hat, kann man wechseln. So bleibt es bekannt. Currywurst. Darf ich nach dieser Quest der Bunkermaster sein? Ich habe eine Idee für eine Kampagne. Es geht um Orks und ums Küssen. Nee, nichts mit Küssen wird gemacht. Okay, was ersetzen wir? 24, 103. 54. Ich glaube, die war auch besser. Ja. Oh je, ich habe schon Überlot wieder. Nichts mit Küssen. Nochmals nein. Tina spielt nicht mehr klar, aber keine Sorge. Ich habe noch megatonnenweise Quests und Nebenquests im Petto. Da freuen wir uns. Sehr schön. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ich werde da unterbrochen. Ich würde sterben für einen Kampf. Du wirst sterben. Keine Sorge. Das MG gefällt mir. Aber ich kann dich echt nicht leiden. Wenn ich du wäre, würde ich weg. Bitte keine Tasse aus meinem Scher. Hebt euch, Brüder. Wir sind für Die Skeleton-Gegner Bemalungen ein bisschen weiter weniger einstellen kann. Ob ich sie weniger einstellen kann. Wir brauchen weniger Skeleton-Bemalungen. War lustig für 5 Sekunden, aber jetzt reicht's. Es wurde genug gemalt. Wo sind wir hier? Grafik, Sounds, Skeleton-Bemalungen. Spielerinnen Aussagen. Ich kann meine eigenen Sachen, aber der hat eine coole Stimme. Da. Gameplay, Schwierigkeit, Tutorials. Die einzige Stimme, die ich hören will, ist von mir. Von dem tiefen Voku-Fry-Typen hier. Das sind kleine Munikisten. Ich richte den Loot oben. Gib mir die Loot. Nur Geld. Oh, was ist das? Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben.
Loot. Aber nur weiße Loot. Aber wenn dann was. Wenn dann habe ich den Loot gefunden. Das Wichtigste. Ja, wir haben mal ja alles, was wir brauchen da. In jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt. Mein Skelett wird nicht freigesetzt. Ja, verstehe. Ich glaube, ich werde es Blutlinie sitzt auf ihrem alten Thron. Ihre Knochen halten ein staubiges Zauberbuch, als würden sie auf ein Schicksal warten, das sich nie ereignete. Also, dieser Ort ist echt mega düster. Ich liebe es. Schnapp dir das Zauberbuch. So, wie kommen wir jetzt in die Gruft hinein? Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Erster Stein. Mein Untuch. Oh ja, es redet jeder über jeden drüber. Ich brauche gar nichts reden. Ich brauche nur schießen. Ist eh gut für meine Stimme. Ein bisschen Stimme schonen. Das schadet nicht. Wollt ihr was von mir? Was? Dann leuchten. Fallen. Nein. Noch kannst du weglaufen. Das war auch nicht. Das sollte reichen. Allein. Da könnte ich mich gewöhnen. Na gut, dass du dich dran gewöhnen kannst, ja. Currywurst, haben sie gesagt. Ich kann es kaum erwarten, mit Zaubern um mich zu werfen. Wir wissen sicher, wie man bei den Deutschen sich einschleimt. Wenn sie jetzt noch Wiener Schnitzel sagen. Schmetterzeit! Wo war ich? Schmetterzeit. Die knochentrockene Luft der Gruft steigt euch in die Nase, während ihr euch in die Tiefen unter der Burg hinabstürzt. Sie riecht nach altem Gemäuer und noch älteren Geheimnissen. Eine Herzogin zu sein ist scheiße. Meine Diener sind scheiße. Und Prophezeiungen? Ich scheiß drauf. Scheiße. Ganz genau, weil sie scheiße sind. Meine Familie folgt seit 6 Generationen dieser blöden Prophezeiung. Die Pines müssen über diese Lande wachen, sonst erhebt sich das große Böse erneut. Ihr hört ein lautes Grollen und schallendes Gelächter überall um euch herum. Ich hab's gefunden! Ein Grab in einer Gruft! Das perfekte Versteck! Ich komme, mein dunkler Herr! Er wird den Dragonlord wieder erwecken! Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir wollen! Wir müssen da irgendwie rein! Ihr habt gesagt, ich könnte auf einer Spinne rein! Es wird so viel übereinander geredet! Okay, wir probieren's. Wir probieren's bei Sounds. Wieder Aussagen aus. Ich hoffe, dass das auch die Skelette macht. Sei auf ewig verflucht. Wow. Meine Knochen. Nein. Knochen. Das kapiere ich nicht. Ich sterbe nochmal. Nein, die Skelette anscheinend reden weiter. Wir reißen dir das ekelhafte Fleisch von den Knochen. I know. Oh, ich muss niesen. Oh, sorry. Oh. Wer bist du? Schicksal soll ich bringen. Das war eine kluge Antwort, Baby. Die geschnitzte Tür zum Grab des Dragonlords zerbrochen. Das Wiedererweckungsritual hat begonnen. Oh, ich darf nicht mal niesen, weil ihr darüber redet. Bosskampf! Ich habe
ein spezielles Figürchen für den Kerl. Einen Moment. Einer der ergebensten Untoten des Dragonlords erhebt sich vor euch. Es ist Rivola! 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 Cool Stimme, der Typ. Rivola! Tritt ihm in den Arsch, Neuling! Zu mir, knochige Brüder! Oh, die Stimmen. Das Voice Acting ist wieder gut. Auch wenn sie es mal wieder mal übertrieben haben mit Rivola! Mit was wollte ich sagen? mit dem Shit-Talking haben sie es übertrieben. Oh, das ist ja typisch Borderlands. Das ist im Dying Light bei manchen Gegnern auch gewesen. Dass einfach so viel Trash-Talked wurde. Das Leben brauchen wir. Ei! Nein, ich hab dich verfehlt. Rivola. Oh, der Name gefällt mir. Das hätte der Mane ein Boss sein können. Cooler Typ. Es ist noch Zeit. Ihr könnt den Dragonlord noch wegsperren, bevor er entfleucht. Nee. Lass ihn entflauchen. Unser Spiel vorbei. Gute Loot? Nee, nur Muni. Let's go. Und Fläuche. Der Dragonlord ist frei, ihr Loser! Hey Mann. Kämpfen wir. Das ist gut. Ja, nein, vergiss es. Komm schon. Der Schicksalsbringer besiegt den Bösewicht nicht in der ersten Mission. Dennoch, du bist stärker als deine Vorgänger. Erstaunlich. Erstaunlich. Man sieht sich immer zweimal, Schicksalsbringer. Doch erstmal muss ich einer alten, glitzernden Freundin einen Besuch abstatten. Auf Wiedersehen. Verdammt, er ist entkommen? Wir müssen ihn verfolgen. Ich will diese Bossbeute. Bossbeute. Wir haben sie. Was gibt das gute Beute? Was war schwächer von diesen Waffen? 93, 103, 93, 93, 103, noch eine. Ah, das. Warte mal. Ist das eine Shotgun? Das gefällt mir. Hat er gerade reingezuckert? Oh, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Egal, ob man drüber reden muss, über alle anderen. Oh, Nahkampfwaffe. Besser, nicht besser. Skills, kann ich skillen? Nichts. Dann weiter. Jetzt kommt eine Cutscene. Ich will hier die Cutscene. Die Reise unseres Schicksalsbringers beginnt wie viele andere mit einem Herz voll Feuer und Träumen von Drachen und Magie. Sie kann nur auf eine Art enden. Mit der endgültigen Niederlage des Bösen. Trotz eurer heroischen Anstrengungen ist der Dragonlord entkommen! Moment mal, habt ihr gehört, was er gesagt hat? Glitzernd? Freundin? Ich weiß, wo er hin ist. Er hat es auf Königin Arschgaul abgesehen. Um Königin Arschgaul über die Flucht des Dragonlords zu unterrichten, müsst ihr quer durch die Wonderlands zur Hauptstadt Prachthuf reisen. Let's go. Bis zur nächsten Cutscene. Oder ich habe nur einen Tunnel vor mir. Kein Gegner, der mich Trash Talk. Gibt's das? Nur, was bist du, eine Ratte? Okay, du darfst leben. Wenn du Ratte bist, musst du sterben. Es ist the rule of this playthrough and all other playthroughs. Ratten werden ausgemistet. Rappe. Freund oder Feind? Okay, passt. Gut, gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Sonst mache ich dich zur Currywurst.
Was sicher so Currywurst entsteht. Oh, das Reinsalzen und Streuen. Das ist cool, das ist cool. Das kann man sich öfter anschauen. Oh, das bringt Freude. Das ist ein cooler kleiner Mini-Touch. Oh, oh. Ich glaube, das Spiel ist ziemlich unterm Radar gewesen. Also, ich habe Ghostwire Gameplay auf YouTube bis jetzt gesehen, aber nicht so viel. Tiny Tina's Wonderland. Der Name ist wahrscheinlich zu lang. Ja, wir machen hier die Episode vorbei. Peace out.